Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kleinstadt-Kids-Box von Sam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kleinstadt-Kids von Sam aus dem Jahr 2017. Es ist das zweite Album des Duos. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier die beiden Künstler von Sam, die beiden Brüder auf einer Gartenhütte, so eine kleine Geräteschuppen könnte das eventuell sein. Sitzen die hier am Dach. Wir haben hier hellblauen Himmel, sieht etwas nach Herbst aus. Also die Bäume mittlerweile ohne Blätter oder zumindest mit Orangenblättern. Und das Ganze sieht ja irgendwie nach Gartenidylle, auf jeden Fall irgendwie nach Kleinstadtidylle aus. Ansonsten die Box rundherum orange. Hier lesen wir Sam Kleinstadt Kids. Hier ebenfalls. Und auf der Rückseite, relativ ungewöhnlich, haben wir nicht den Boxinhalt aufgelistet, sondern die Tracklist des Albums. Kommen wir dann noch beim Album separat dazu. Hier oben rechts haben wir noch einen Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, geht dann hier auf. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein paar Socken, dann Diary, Tagebuch, ja, so ein Begleitheft, so ein Textheft zum Album. Und dann das Album an sich inklusive Bonus-EP. Ja, von innen die Box weiß. Dann haben wir hier noch so einen Einleger, wo das Album Platz gefunden hat. Machen wir die Box mal zur Seite. Gut, nachdem das Album noch eingeschweißt ist, bevor wir das Plastik entfernen, lesen wir noch einmal kurz diesen Sticker hier. Das Album Kleinstadt Kids Sam plus 5 Track Bonus EP. Okay, gut, dann werden wir das mal aus dem Plastik holen. So. Hoppla. So, und so sieht dann das Cover des Albums aus. Also auch hier wieder die beiden Jungs drauf zu sehen. Einmal Chelo, der ja der DJ ist, der die Beats produziert. Und dann einmal Samson, der rappt. Hier lesen wir auch nochmal orange, hier in diesem orangen Balken, Sam Kleinstadt Kids. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Sam Kleinstadt Kids auch hier zu lesen. Und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl plus 5 Tracks auf der Bonus-EP, macht insgesamt 19 Tracks. Wir haben 4 Features. Und zwar haben wir Features von Fabio Battista, Bobby Benz, Calvin Colt und Elijah Hook. Credits und Barcode. Auch innen alles in diesem Orange, Pfirsichfarben gehalten. Dann kommen wir zum Booklet. Hier haben wir einmal die Infos zu einzelnen Tracks, wer hat das produziert etc. Und das Ganze dann untermalt mit weiteren Aufnahmen der beiden Interpreten. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen. Also irgendwie auf jedem Bild, wo die abgebildet sind, am Lachen oder zumindest am Grinsen. Auf jeden Fall sympathisch. Dann haben wir hier die Tracks der Bonus-EP. So. Und dann zum Abschluss, relativ schwer zu lesen hier, weiß auf so Pfirsichfarben, eine Danksagung und die Credits. Sam, Kleinstadt Kids. So, Booklet geben wir wieder zurück. So sieht dann die Album-CD aus, auch wieder in diesen Pfirsichfarben mit weißem Aufdruck. Sam, Kleinstadt Kids. Und dann hier auf der Rückseite noch die Bonus-EP, Kleinstadt Kids. Alles durchgängig in diesem Pfirsichfarben. Dann haben wir das Diary, bzw. dieses Textheft. Ja, hier hinten lesen wir noch Chimperator.
das Label, bei dem die unter Vertrag sind. Hier ein Inhaltsverzeichnis, 26 Seiten. Und das Ganze ist jetzt so aufgebaut, dass wir hier einzelne Tracks haben, auch wieder Fotografien. Und zwar ist das so aufgebaut, dass wir hier Fotografien und Texte haben. Und zwar ist das einerseits die Hintergründe bzw. die Gedanken des Tracks, also was den Künstlern da durch den Kopf gegangen ist, beziehungsweise wie sie diesen Track empfinden, warum sie den geschrieben haben, etc. Und dann haben wir auch teilweise, genau, hier haben wir es dann ein bisschen fetter gedruckt, so ein paar Textzeilen der jeweiligen Tracks, so Auszüge. So sieht das aus. Zieht sich hier komplett durch. Jede Menge Fotos und jede Menge Text. Finde ich immer schön. Also gerade auch, wenn nicht nur die Texte abgedruckt sind, sondern wenn man da auch ein bisschen Einblick bekommt in die Gedankenwelt der Künstler oder wenn man da dann irgendwie sieht, was haben sie sich bei diesem und jenem Track gedacht, warum ist der zustande gekommen, in welcher Phase des Lebens eventuell. Und dann haben wir als letzten Inhalt noch ein paar Socken. Ich werde das Ganze dann mal kurz aufschneiden. So, dann haben wir hier ein paar Socken und zwar haben wir hier, was haben wir? Logo-Socken, Größe, One Size, 76% Baumwolle, 20% Polyamid, 4% Elastan, Made in Germany, bei 40 Grad waschen. Okay, und die Socken sehen dann so aus, in Weiß und Schwarz gehalten. Wir haben hier so schwarze Balken und dann lesen wir hier in schwarzer Schrift Sam. Oben zum Abschluss noch ein schwarzer Bund. Ja, also Socken in Schwarz und Weiß mit Logo oder mit Namen in dem Fall bestickt. Ja, das war es auch schon soweit zum Inhalt. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses Paar Socken in Schwarz und Weiß. Dieses Textbüchlein, dieses Textheft mit den Infos zu den einzelnen Tracks, Textzeilen etc. Und natürlich das Album an sich inklusive Bonustracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Kleinstadtkids von Sam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.